Herr Steinbrück, wir würden gerne zum Schluss ein kleines Spiel mit Ihnen machen. Wir haben Ihren Twitter-Account gecheckt und haben rausgefunden, dass Sie seit 2012... Ich hab keinen Twitter-Account, das ist gelogen. Doch, natürlich. Was ist denn das hier? Das ist doch mein Facebook-Kram da. Das ist Ihr Twitter-Account. Peer Steinbrück, Sie sind seit 2012 bei Twitter und haben nicht einmal getwittert, Herr Steinbrück. Ja, eben. Aber, Herr Steinbrück, stopp. Den haben Sie eingerichtet nein, und dann... Nein, ich habe nie getwittert. Haben wir wirklich nicht. Wir haben den nicht eingerichtet. Das ist der offizielle Peer Steinbrück Twitter-Account. Ja, die hatten recht, weil ich das Zeug nicht mache. Das ist der original Peer Steinbrück Twitter-Account. Und jetzt aber Achtung, meine Damen und Herren, bitte halten Sie sich fest. Sie haben, ohne einen Tweet abgesetzt zu haben, 49.000 Follower. Oh nein. Bei den meisten Twitter-Usern ist es umgekehrt. 49.000 Tweets, aber keine Follower. Bei Ihnen so rum. Ja, aber die finden es gut, dass ich die Schnauze halte. Das, Wir möchten gerne ein kleines Spiel mit Ihnen machen. Und zwar, wir möchten Ihre Twitter-Kenntnisse Ihrer Kollegen testen. Ich lese Ihnen Tweets vor und Sie sagen, ist das ein echter Tweet oder haben wir den erfunden? Ja? Sind Sie bereit? Ja. Es geht los. Dorothee Bär twittert, und ja, ich habe heute Morgen geduscht. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen? Hier kommt der Beweis. Original. Es ist von Dorothee Bär. Leider keinen Punkt. Es ist so dämlich, ja. Denn es hat ja keinerlei Neuigkeitswert, weil wir alle morgens duschen. Ja. Aber dass es keinerlei Neuigkeitswert hat, lasse ich mir natürlich ungern von einem erklären, der noch nie getwittert hat. Nummer zwei, Peter Altmaier. Schon wieder erster. Sofort ja, egal. Hat er gesagt, ich will gar nicht wissen, was er gesagt hat. Ich will erst mal den Tweet vorlesen. Schon wieder erster am Buffet. Hashtag Schokocroissants, Hashtag Schwarzwälder Schinken, Hashtag Schokotörtchen. Das ist gelogen. Er stellt sich hinten an. Stimmt, haben wir erfunden. Jens Spahn. Sonne, Regen, Sonne, Schnee, Regen, Sonne, Hagel, Sonne. In der Reihenfolge in 7 Stunden. Traue ich ihm zu. Stimmt, hier ist der Beweis. Mein Musiktipp heute für euch da draußen im digitalen Orbit. Rio Reiser. Lass uns das Dung drehen. Glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Hier ist der Beweis. Ihr Kollege Ralf Stegner twittert. Nein. Ralf Stegner, das ist der aus Schleswig-Holstein. Ja, der ist da im nördlichen Polarkreis. Ja. Ja. Sagt einer aus Hamburg, nicht? Der ist richtig schlecht. Ja, drauf. weil die Harburger Berge schon für die Alpen halten, das ist ja klar. Ne? So, nächster Tweet. Beatrix von Storch. Was heißt hier Maus gerutscht? Ich habe nur von der Stusswaffe Gebrauch gemacht. Das weiß ich sogar, dass sie das definitiv gesagt hat. Nein, das haben wir erfunden. Doch, die hat sowas Ähnliches gesagt. Ja, das kann schon sein, aber nicht das. Joachim Gauck twittert. Was für eine Wahl. Ich bete für Berlin. Gauck twittert nicht. Richtig, haben wir erfunden. Erika Steinbach twittert. Freiheit bedeutet auch, nicht zu wählen. Ja. Stimmt. Hier Beweis von Erika Steinbach. Frauke Petri twittert. Schäubles Albtraum. Die inzestuösen Isländer gleich im Viertelfinale. Hashtag Euro 2016. Hat sie nicht gemacht. Hat sie wohl gemacht. Bitteschön. Und noch einen. Markus Söder. Hat sie gesagt, die inzestuösen Isländer? Die inzestuösen Isländer. Ja, gleich im Viertelfinale. Frauke Petri, meine Damen und Herren. Hat die hier jemand gewählt? So, letzter Tweet. Todestag von Elvis, er war der King und ich habe seine Musik sehr gemocht und eine Haartolle hatten auch viele. Markus Söder. Geht nicht, sondern der hätte getweet, Elvis lebt. Falsch, es stimmt. Hier ist der Beweis und er hat sich sogar mit Haartolle nochmal abgelichtet. Herr Steinbrück. Kommt jemand aus Bayern? Ja gut, den habt ihr bald als Ministerpräsidenten. Dann, wenn Sie raus sind, nicht wahr? Wenn Sie mit der ganzen Scheiße nichts mehr zu tun haben. Genau. Wenn Sie bei Maischberger sitzen, Pinot Grigio schlürfend und sich so langsam diese Helmut-Schmidtsche Haltung anerziehen und einfach nur noch sagen, fänden Sie wirklich? Finde ich nicht. Ja. Oh,